Lassen Sie es einfach. Schreckliche Kinderfeindlichkeit, schreckliche Spießigkeit. Das waren einige der Reaktionen auf eine Nachricht von der Ostsee, wo eine Restaurantbesitzerin sich entschlossen hat, Kinder unter 12 Jahren nicht mehr in ihr Restaurant zu lassen. Als ich die Nachricht zuerst gelesen habe, da dachte ich auch, mein Gott, wie kann man nur, als ich die Überschrift gelesen habe, denn als ich dann weitergelesen habe, da bekam ich Verständnis für diese Frau, weil sie beschrieb, was die Kinder alles in ihrem Restaurant machen. Da werden die Wände mit Filzstiften vollgeschrieben, da werden Schnitzel am Boden zertreten und die Eltern, die lassen das alles durchgehen. Das war der Kernpunkt der Kritik dieser Wirtin. Sie sagte, dass die Eltern oder viele Eltern ihre Kinder überhaupt nicht mehr erziehen, dass die ihnen alles durchgehen lassen und dass ihr Schritt sich nicht gegen die Kinder richte, sondern dass es eine sozusagen verzweifelte Reaktion darauf ist, dass die Eltern ihren Erziehungspflichten nicht mehr nachkommen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das kann ich sehr gut verstehen. Ich habe das selber einmal erlebt in Berlin im Schwimmbad, als ein Sohn seinen Papa, also der war vielleicht so 5, 6 und der hat ihn dann geschlagen und der Papa entschuldigte sich und sagte, ja, ich wollte das doch gar nicht. Und man hatte den Eindruck, das ist völlig umgekehrt, wie ich das früher erlebt habe und wie ich das vor allem auch jetzt in Osteuropa erlebe. Und auch in Berlin habe ich das erlebt, zum Beispiel bei meiner jüngsten Tochter, russischer Kindergarten, russischer Schule, und das ist in vielen Tag und Nacht im Vergleich zu vielen anderen Kindergärten und Schulen. Da gab es dann Busfahrer, die sagten, das gibt es ja gar nicht, die gehen ja diszipliniert in den Bus und man kann ganz normal fahren. Nun bin ich niemand, der hier für eine Rohrstockpädagogik wäre oder dafür, dass man hier schlägt oder strikt autoritär ist. Wenn aber nicht mal eine natürliche Autorität gewährleistet ist, wenn ich heute lese, dass in den Schulen, in den unteren Klassen das größte Problem der Lärm ist, dass teilweise der Lärmpegel zu hoch ist, wenn ich sehe, dass es hier Forderungen gibt, habe ich gelesen und auch geschrieben darüber, dass man Kinder gar nicht erziehen dürfe, dass Erziehen eine Form der Gewalt sei, dann muss ich ganz ehrlich sagen, dann halte ich das für völlig verrückt, dann halte ich das für etwas, was in meinen Augen an die Kindsmisshandlung grenzt, denn Kinder brauchen Grenzen, dazu sind die Erwachsenen da, um ihnen diese Grenzen zu setzen, und sie brauchen keine autoritäre Erziehung im alten Stil, im Sinne von Schlagstock oder Rohrstock, aber sie brauchen eine Erziehung mit Autorität. Und was ich da heute in Deutschland erlebe und auch erlebt habe, wo Eltern einfach glauben, sie dürfen Kindern gar nichts mehr verbieten, die Kinder müssen alles machen, man muss denen alles durchgehen lassen, das halte ich für enorm gefährlich. Ich frage mich, was wird da für eine Generation herangezogen, beziehungsweise sie wird ja nicht erzogen, was wächst da für eine Generation heran, die keine Grenzen mehr kennt, denen man keine Grenzen gesetzt hat, in meinen Augen eine ganz, ganz gefährliche Entwicklung, und darum kann ich diese Wirtin von der Ostsee verstehen. Darum ist das in meinen Augen ein Hilfeschrei. Und ich muss nochmal sagen, was mich hier wirklich sehr beeindruckt, dieser große Unterschied zu Osteuropa, ob das jetzt Ukraine ist, Russland und Montenegro, wo man wirklich sieht, dass die Kinder zum Beispiel einen gewissen Respekt gegenüber Erwachsenen haben, dass sie sich an gewisse Regeln halten. Und ich finde, in Deutschland fehlt mir das in sehr, sehr vielen Fällen. Und ich halte das für fatal und für etwas, was uns ganz massiv um die Ohren fliegen kann. Danke fürs Zuschauen. Schauen Sie wieder rein. Abonnieren Sie, lassen Sie ein Like da. Die Algorithmen werden eh meistens so gestellt, dass kritische Journalisten wie ich da nach unten weggedrückt werden. Unterstützen Sie. Wir kriegen keine GEZ-Milliarden. Danke, dass Sie dabei waren. Schauen Sie wieder rein. Alles Gute. Danke. Ciao. So, und jetzt doch noch ein Gastauftritt, wenn du schon hier bist. Das ist Yumi. Ja, und Yumi will jetzt wieder runter. Yumi ist eine Straßenkatze, die jetzt ein
neues Zuhause gefunden hat. Alles Gute, danke, ciao.